Die heutige Ausgabe ist in freundlicher Zusammenarbeit mit Busu entstanden. Dazu später mehr. Im September 1945 autorisierte der damalige US-Präsident Truman die Operation Paperclip. Dabei wurden mehr als 1600 deutsche Ingenieure und Techniker, darunter auch der legendäre Wernher von Braun, in die USA gebracht. Nicht weil man sie so lieb hatte, sondern weil sie Know-how für den Bau von Raketen angesammelt hatten, das sowohl die Sowjetunion als auch die USA gerne gehabt hätten. Von Braun und sein Team wurden später mit dem Bau der Mondrakete der Saturn V beauftragt. Fast 60 Jahre später sitze ich mit dem Lego-Modell dieser Rakete da und versuche kluge Dinge zu sagen. In der heutigen Ausgabe möchte ich mir gerne mit dir gemeinsam anschauen, was es gebraucht hat, um dieses Meisterwerk der Technik realisieren zu können. Denn um die Saturn V zu bauen, brauchte man nicht nur einen starken Willen, haufenweise Know-how, Schweiß, Tränen, Blut und Geld, sondern auch die richtige Vision. Und da ich nun dieses coole Modell käuflich erworben habe, dachte ich mir, ich baue es mit dir gemeinsam auf und gebe dir gleichzeitig einen Überblick darüber, was die Saturn V war und was sie für die Raumfahrt bedeutet. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars-Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Die Geschichte der Saturn V beginnt wohl wesentlich früher, aber wir beginnen unsere heutige Reise im September 1945, als der damalige US-Präsident Truman die Operation Paperclip autorisierte. Bis 1959 extrahierte das US-Militär mit Hilfe der Geheimdienste über 1600 deutsche Ingenieure und Techniker in die USA, wo bereits Jobs in der Raumfahrt auf sie warteten. Die Sowjets führten eine ähnliche Operation durch. Sie extrahierten in nur einer Oktobernacht des Jahres 1946 2200 deutsche Spezialisten samt ihren Familien in die UdSSR. Unter den in die USA überführten Ingenieuren war auch der damals 33-jährige Wernher von Braun. Das ist kein Video über von Brauns Biografie. Wichtig ist nur zu wissen, dass er schließlich zu einer der Schlüsselfiguren der US-Weltraumerkundung avancierte. Zunächst wurde er mit seinem Team der Army zugewiesen, wo er Mittelstreckenraketen entwickeln sollte. Soweit, so gut. 1960 gründete die NASA das Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. Und so unglaublich das aus heutiger Sicht vielleicht klingen mag, ernannten sie niemand Geringeren als Wernher von Braun zum Direktor dieser Einrichtung. Zugegebenermaßen wusste man damals noch nicht ganz genau, was die Institution bewirken sollte. Von Braun brachte sein ganzes Team mit. Es herrschte kalter Krieg, daher versuchte man das vorhandene Wissen zu konsolidieren und die Lücken zu schließen. Die USA schafften es gerade mal so, die Ruhe zu bewahren, als die Sowjets 1957 mit Sputnik 1, den ersten Satelliten, und einen Monat später mit Sputnik 2 das erste Lebewesen, nämlich die Hündin Laika, in den Orbit beförderten. Damit hatten die Russen das Rennen eigentlich schon für sich entschieden. Aber sie legten noch einen drauf. Im April 1961 schafften sie es, den ersten Menschen in einen Orbit um die Erde zu schicken. Und es war ein riesiger Erfolg. Juri Gagarin umrundete die Erde für 108 Minuten und landete sicher in Kasachstan. Das löste dann Panik in den USA aus. Sie fühlten sich vor der Welt bloßgestellt und mussten das übertreffen. 5 Wochen nach dieser Mission hielt Präsident Kennedy seine berühmte Rede, wo er das Ziel vorgab, bis zum Ende des Jahrzehnts Menschen auf den Mond zu landen und wieder sicher zur Erde zurückzuholen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Wir entscheiden uns dafür, bis zum Ende der Dekade den Mond zu betreten, nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwer ist. Denn dieses Ziel wird dazu beitragen, unsere Fertigkeiten und Kräfte zu organisieren und zu messen. Allen Beteiligten, so wie uns auch, sollte bewusst sein, dass Raumfahrt nicht nur unglaublichen wissenschaftlichen und technischen Fortschritt, sondern auch militärische Vorteile mit sich bringt. Dennoch höre ich hier raus, dass er der Meinung war, dass unsere Kräfte und Anstrengungen besser in die Raumfahrt als in die Kriegstreiberei gesteckt werden sollten. Bislang hatte man sich angestrengt, es hatte aber nicht gereicht. Die Russen waren in diesem Rennen wohl davongezogen. Jetzt hatte Kennedy seine Vision als Ziel vorgegeben. Von nun an sollte alles darauf ausgerichtet werden, Menschen zum Mond zu schicken. Das sehe ich als den Startschuss für die Entwicklung der Saturn V. Wobei sie zu dieser Zeit noch gar nicht wirklich erdacht war. Alles wurde hochgefahren und zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme wurden aufgenommen. Es war viel zu tun.
Die ersten Missionspläne sahen drei kleinere Raketen vor, deren Nutzlasten im Orbit docken und die Reise zum Mond beginnen sollten. Das waren die bescheidenen Pläne der NASA. Von Braun sah das aber als seine Gelegenheit, der Welt zu zeigen, wovon er schon länger geträumt hatte. Er träumte von einem Trägersystem wie die Saturn V. Eine Rakete, die dazu in der Lage ist, eine Crew samt allem notwendigen Material zum Mond und zurück zur Erde zu bringen. Wenn man ihn gelassen hätte, wäre wohl die Saturn V noch viel größer geworden. Aber der NASA und dem Kongress reichte die unter Anführungszeichen kleine Version schon vollkommen. Plötzlich war Raumfahrt nicht mehr nur einem ganz kleinen elitären Kreis vorbehalten. Zu Spitzenzeiten arbeiteten hunderttausende Menschen an der Saturn V und seinen Subsystemen. Inflationsbereinigt steckten die USA rund 35 Milliarden US-Dollar in ihre Entwicklung. Ein Start kostete inflationsbereinigt 1,3 Milliarden US-Dollar. Das klingt vielleicht viel, aber man darf nicht vergessen, dass die Technologie damals absolutes Neuland war. Niemand hatte so etwas je versucht. Wenn wir die Entwicklungskosten auf die 13 Starts aufteilen, dann kommen wir auf knappe 4 Milliarden US-Dollar pro Start. Vergleichen wir diesen Preis mit dem des SLS, dann ist da gar kein großer Unterschied mehr. Ein SLS-Start kostet laut Büro des NASA-Generalinspektors 4,1 Milliarden US-Dollar. Dass Raumfahrt in den 60ern teuer war, sehe ich ein. Aber nach 6 Jahrzehnten an Fortschritt könnte man doch einen besseren Preis erwarten. Aber keine Sorge, das SLS ist zwar teurer als die Saturn V, aber dafür ist sie auch schwächer. Warte mal. Aber heute soll es nicht um das SLS gehen. Nur zum Vergleich habe ich jetzt einige Eckdaten für dich vorbereitet. Die Saturn V stand stolze 110,6 Meter hoch. Die erste Stufe hatte an der Basis einen Durchmesser von über 10 Meter. Das ist 1 Meter mehr als Starships Umfang. Sie schaffte 140 Tonnen in einen niedrigen Erdorbit oder 43,5 Tonnen zum Mond. Tatsächlich ist das bis heute noch die größte und mächtigste Rakete, die jemals in Betrieb war. Die größte SLS-Version, die Block 2 Cargo, wird etwa 65 cm höher sein als die Saturn V. Nur diese Version wird mehr Nutzlast Richtung Mond schießen können als die Saturn V. Beim SLS reden wir je nach Entwicklungsstufe von 95 bis 130 Tonnen Nutzlast in einen niedrigen Erdorbit. Richtung Mond schafft die aktuell zusammengebaute Version des SLS 27 Tonnen. Wenn dich die Zahlen des SLS interessieren, ich habe eine Ausgabe mit technischer Kritik zum SLS produziert. Du findest es hier in der Info. Zurück zur Saturn V. Wie versprochen geht es jetzt weiter mit den legendären und mächtigen F1-Triebwerken von Rocketdyne. Diese wurden mit RP-1, also hochraffiniertem Kerosin und flüssigem Sauerstoff gespeist und betrieben. Allein die Startsequenz der Triebwerke ist so kompliziert, dass man dazu vermutlich 2 oder mehr Masterarbeiten schreiben könnte. Denn es war viel zu bedenken. Wenn dich die Startsequenz interessiert, Scott Manley hat ein tolles Video nur darüber produziert. Ich verlinke es dir in der Videobeschreibung unten. Auch Tim Dodd, der Everyday Astronaut, Fran Blanche und Senkrechtstarter haben dieses Triebwerk um die Saturn V behandelt. Alles natürlich in der Videobeschreibung unten. Die 5 F1-Triebwerke der ersten Stufe lieferten jeweils einen Schub von 620 Tonnen. Insgesamt also 3100 Tonnen Schub beim Start. Dabei verbrannten sie pro Triebwerk und Sekunde rund 3 Tonnen Treibstoff und Oxidator. Das sind gigantische Mengen an Treibstoff, die kontrolliert verbrannt werden müssen. Es gab viele Probleme in der Entwicklung. Raketentriebwerke bauen war also noch nie einfach. Da können dir Jeff Bezos und Elon Musk ein Lied von singen. Allein die Injektorplatte war eine riesengroße Herausforderung. Der Sprit wurde über tausende kleine Düsen in die Brennkammer gespritzt. Es gab aber ein ganz besonderes Problem in der Entwicklung der Triebwerke, und zwar die sogenannte Pogo-Oszillation. Dabei schwankt der Schub des Triebwerks und führt zu großen Belastungen für die Crew und die Rakete selbst. Tatsächlich führte dieses bekannte Problem zum Teilversagen der Apollo 6 Mission. Dabei beschädigte dieser Pogo-Effekt 2 Triebwerke der zweiten Stufe und führte zu einem frühzeitigen Missionsabbruch. Man lernte daraus und schaffte es, den Treibstofffluss mit Hilfe von Helium zu stabilisieren. Ursprünglich hatte die Saturn V eigenständige Tanks für die Treibstoffe, aber Gewichtsrestriktionen führten dazu, dass die Tanks zusammengeführt wurden und sich so nun eine Trennwand teilten. Nur die erste Stufe behielt 2 getrennte Tanks. Seither ist diese Tankarchitektur der Standard auch für brandneue Raketen, wie Starship zum Beispiel. Also,
Die erste Stufe beschleunigte auf rund 8000 km/h und brachte die Rakete auf etwa 60 km Höhe, wo sie abgeworfen wurde. Dafür befanden sich am oberen Ende der ersten Stufe Retroraketen, die sicherstellen sollten, dass die erste und zweite Stufe nach der Stufentrennung nicht zusammenstoßen. Davon hatte die erste Stufe 4 Stück gleichmäßig aufgeteilt auf den Umfang. Die zweite und dritte Stufe verwendeten flüssigen Wasserstoff und Sauerstoff. Die zweite Stufe hatte auch 5 Triebwerke, und zwar 5 J2 von Rocketdyne. Etwa 30 Sekunden nach der Zündung der zweiten Stufe wurde die Rettungsrakete abgeworfen. Diese hätte im Ernstfall die Crewkapsel von der explodierenden Rakete wegziehen können. Egal ob auf der Startrampe oder im Flug. Und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile der Saturn V. Und zwar zum Apollo-Raumschiff. Nach der Stufentrennung der zweiten Stufe übernahm das J2-Triebwerk der dritten Stufe. Es feuerte einmal, um Orbitalgeschwindigkeit zu erreichen, und dann ein zweites Mal für die sogenannte TLI, also die Translunar Injection. Diese zweite Zündung beschleunigte das Raumschiff Richtung Mond. Nach der zweiten Zündung und dem Docking-Manöver wurde auch diese Stufe abgeworfen. Darüber kam der Instrumentenring mit einem Durchmesser von etwa 7 Meter. Hier waren die Bordcomputer, Sensoren und Steuerkreise untergebracht. Die Ingenieure hatten damals schon die Computer so programmiert, dass sie den Kurs der Rakete selbstständig kontrollieren konnten. Und das in den 60ern. Boeing schafft es heute nicht, vernünftige, funktionstüchtige Software zu schreiben. Und das alles ebnete den Weg für die moderne Konsumentenelektronik. Der Bau der Raketen führte zur Miniaturisierung der Elektronik. Es wurden ganze Industrien geschaffen, ohne die wir heute keine Smartphones oder Laptops hätten. Das Apollo-Raumschiff bestand aus dem Kommando- und Servicemodul mit der Landekapsel und einer Landefähre. Die Landefähre selbst hatte getrennte Tanks für den Ab- und Aufstieg und einen eingebauten Rover, den man auf dem Mond dann ausfahren konnte. Auf dem Weg zum Mond, noch bevor die dritte Stufe abgeworfen wurde, performte das Raumschiff das berühmte Umdockmanöver. Dabei löste sich das Kommandomodul vom Landemodul und rotierte so, dass die Spitze zum Landemodul schaut. Dann näherten sie sich wieder an und dockten aneinander. Im Mondorbit angekommen, trennte sich das Landemodul erneut vom Kommandomodul. Aber dieses Mal für den Landeanflug auf die Mondoberfläche. 2 der 3 Crewmitglieder stiegen ab und ein Astronaut verblieb immer im Kommandomodul, welches weiterhin um den Mond kreiste. Wenn du auch in Zukunft keine weitere Ausgabe mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne jetzt Mars Chroniken. Und wenn dir das nicht reicht, dann kannst du mich auch gerne über eine Patreon- oder Kanalmitgliedschaft unterstützen. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Danke dir. Bei den Vorbereitungen zu Apollo 1 im Januar 1967 kamen die 3 Astronauten Grissom, Chaffee und White in einem Feuer auf der Startrampe ums Leben. Heutzutage hätte so ein Unfall die unmittelbare Folge, dass alles erst einmal zum Stillstand kommt. Damals hatte das eher den gegenteiligen Effekt. Man wollte die Mission, zum Mond zu fliegen, erst recht erfolgreich absolvieren. Auch Kennedys Ermordung hatte den gleichen Effekt auf das Apollo-Programm. Man wollte seine Vision ehren und den Mond erobern. Diese Vorfälle, gepaart mit anderen erfolgreichen Tests, führten zu einem erhöhten Selbstvertrauen. Tatsächlich so sehr, dass man einige Tests übersprang, um nicht in Rückstand zu geraten. Kein ganzes Jahr nach diesem Unfall, bei dem die 3 Astronauten ums Leben kamen, fand schon die erste Apollo-Mission statt. Im November 1967 wurde die unbemannte Apollo 4-Mission erfolgreich absolviert. Apollo 5 testete die Mondlandefähre, aber zunächst noch unbemannt. Bei Apollo 6 trat die vorhin erwähnte Pogo-Oszillation auf. Zum Glück war diese Mission auch unbemannt. Und wieder steigerte dieser Teilfehlschlag das Selbstvertrauen. Man schaffte es, alle Probleme zu beheben, und einige Monate später, im Oktober 1968, startete Apollo 7 mit der ersten bemannten Mission. Bei dieser Mission wurden alle Systeme im Erdorbit getestet, also ging es da noch nicht zum Mond. Nur einen Monat später flog Apollo 8 schon zum Mond und umrundete ihn etwa 10 Mal. Noch nie hatte jemand die Erde aus dieser Entfernung gesehen. Apollo 9 und 10 waren wieder nur unter Anführungszeichen Tests, bevor es am 16. Juli 1969 Apollo 11 mit der ersten Crew startete, die tatsächlich dann auch den Mond betreten sollte. Hier einige Bilder von der Landung. Wen das interessiert, ich habe euch den vollen Landeanflug mit Telemetriedaten und den echten Funksprüchen
in der Videobeschreibung verlinkt. Zwar hatten die Astronauten Hilfe von den Computern, aber diese waren weniger hilfreich, als sie es heute vermutlich gewesen wären. Apollo war ein echt geiles Programm. Artemis wird hoffentlich genauso geil. Mit Apollo sicherten sich die USA die Vorreiterstellung in der Raumfahrt. Es folgten 6 weitere Apollo-Missionen. 5 davon landeten erfolgreich auf dem Mond. Nur bei Apollo 13 gab es einen Unfall, der die Crew zwang, die Mission frühzeitig abzubrechen und zurückzukehren. Dazu gibt es einen guten Film mit Tom Hanks. Zwischen 1968 und 1972 wurden 24 Männer zum Mond geschickt. 12 davon hatten das Privileg, unseren Erdtrabanten betreten zu dürfen. Die Missionen wurden immer länger und komplexer. Apollo 17 verbrachte sogar fast 3 Erdtage auf dem Mond. Als diese Crew im Dezember 1972 den Mond verließ, wurde ein Kapitel in der Raumfahrt abgeschlossen. Seither war kein weiterer Mensch auf dem Mond, auch nicht in der Nähe. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Das Ende des Apollo-Programms kam früher als geplant, da die Apollo-Gelder für kriegerische Aktivitäten in Fernostasien umdisponiert wurden. Das markierte auch das Ende der Saturn V. 1973 flog sie noch ein allerletztes Mal mit einer Skylab-Mission. Apollo inspirierte Millionen von Menschen. Heute noch. Und ich habe das Gefühl, dass Artemis und SpaceX's Starship-Programm einen ähnlichen Effekt haben werden, beziehungsweise schon längst haben. Natürlich macht man Fehler, aber am Ende des Tages sind wir alle im gleichen Team, dem Team Erde und Hashtag Team Space. Deswegen müssen wir zusammenhalten und alle einbinden. Die Mondlandungen gehören definitiv zu den größten Errungenschaften der Menschheit. Und ich möchte, dass du dir vor Augen hältst, dass man damals noch keine Computersimulationen wie heute durchführen konnte. Man musste alles händisch berechnen und testen. Und trotzdem schaffte es die NASA in weniger als 10 Jahren auf dem Mond zu landen. Irgendwie ist unterwegs irgendetwas schiefgelaufen, dass der zweite Versuch so viel länger dauert und so viel komplizierter sein muss. Und jetzt stell dir vor, Artemis und SpaceX wollen nicht nur zum Mond, um dort zu bleiben, sondern auch eine Raumstation im Mondorbit bauen und sie werden Menschen auf den Mars schicken. Vermutlich wird man auch im Marsorbit nicht ganz ohne Raumstation auskommen. Und das alles noch in unserer Lebzeit. Und nur der Vollständigkeit halber noch, China plant auch eine Superschwerlastrakete, die Langer Marsch 9. Wenn du mehr darüber erfahren willst, kann ich dir das Senkrechtstarter-Video zu den chinesischen Raketen empfehlen. Natürlich in der Videobeschreibung unten verlinkt. Bevor wir zum Schluss der heutigen Sendung kommen, möchte ich noch loswerden, dass mich der Aufbau dieses Modells etwa einen Arbeitstag gekostet hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dieses Gerät in den Ozean zu werfen. Zu den Zeiten der Saturn V galt es als unmöglich, Raketen wiederzuverwenden. Aber heutzutage wurde dieses Wissen von SpaceX widerlegt. Wenn man mich zwingen würde, diese Rakete wegzuwerfen, sobald ich die Sendung gedreht habe, dann wäre ich am Boden zerstört. Aber genau das ist gerade die übliche Vorgehensweise bei allen Playern. Außer bei SpaceX und vielleicht teilweise bei Rocket Lab. Noch der kurze Hinweis auf die nächste Ausgabe der Astronomischen Einheit am Montag, dem 28. März um 20.30 Uhr hier auf Mars Chroniken. Wir freuen uns auf eure Fragen im Live-Chat. Und noch eine schnelle Erinnerung, dass du mit dem Link in der Videobeschreibung ein kostenloses 7-Tage-Probeabo bei Busuu bekommst. Also gleich auf den Link klicken und kostenlos ausprobieren. Danke fürs Einschalten. Per aspera ad astra.